Hallo liebe Zuschauer, der Titel der heutigen Geschichte ist Ein Besuch in der Apotheke. Hört gut zu und lernt neue Wörter. Ein Besuch in der Apotheke. Es ist Montagmorgen und Anna fühlt sich nicht gut. Es ist Montagmorgen und Anna fühlt sich nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen und fühlt sich schwach. Sie hat Kopfschmerzen und fühlt sich schwach. Also beschließt sie, zur Apotheke zu gehen. Also beschließt sie, zur Apotheke zu gehen. Die Apotheke ist nicht weit von ihrem Haus entfernt. Und sie kann dorthin zu Fuß gehen. Die Apotheke ist nicht weit von ihrem Haus entfernt und sie kann dorthin zu Fuß gehen. Als Anna die Apotheke betritt, begrüßt sie die Apothekerin freundlich. Als Anna die Apotheke betritt, begrüßt sie die Apothekerin freundlich. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Anna antwortet, Guten Morgen, ich fühle mich nicht gut. Anna antwortet, Guten Morgen, ich fühle mich nicht gut. Ich habe Kopfschmerzen und denke, ich könnte eine Erkältung bekommen. Ich habe Kopfschmerzen und denke, ich könnte eine Erkältung bekommen. Haben Sie vielleicht Aspirin und etwas gegen Halsschmerzen? Haben Sie vielleicht Aspirin und etwas gegen Halsschmerzen? Die Apothekerin nickt und geht zum Regal. Die Apothekerin nickt und geht zum Regal. Hier ist das Aspirin, sagt sie und reicht Anna die Packung. Hier ist das Aspirin, sagt sie und reicht Anna die Packung. Und gegen Halsschmerzen empfehle ich Ihnen diesen Hustensirup. Er hilft auch gut bei Husten. Und gegen Halsschmerzen empfehle ich Ihnen diesen Hustensirup. Er hilft auch gut bei Husten. Anna nimmt die Medikamente und sieht sich weiter um. Anna nimmt die Medikamente und sieht sich weiter um. Sie erinnert sich, dass sie auch noch ein paar andere Dinge braucht. Sie erinnert sich, dass sie auch noch ein paar andere Dinge braucht. Ich habe neulich eine kleine Schnittwunde am Finger bekommen. Ich habe neulich eine kleine Schnittwunde am Finger bekommen. Können Sie mir ein Antiseptikum und ein paar Heftpflaster geben? Können Sie mir ein Antiseptikum und ein paar Heftpflaster geben? Die Apothekerin reicht ihr das Antiseptikum und eine Packung Heftpflaster. Die Apothekerin reicht ihr das Antiseptikum und eine Packung Heftpflaster. Wenn Sie die Wunde reinigen, sollten Sie auch etwas Watte und eine Schere benutzen. Wenn Sie die Wunde reinigen, sollten Sie auch etwas Watte und eine Schere benutzen. Anna bedankt sich und fügt hinzu. Anna bedankt sich und fügt hinzu. Meine Schwester hat kürzlich ein Baby bekommen. Meine Schwester hat kürzlich ein Baby bekommen. Ich möchte ihr Windeln und Körperpuder kaufen. Haben Sie auch das? Ich möchte ihr Windeln und Körperpuder kaufen. Haben Sie auch das?
Natürlich, antwortet die Apothekerin und holt die gewünschten Artikel. Natürlich, antwortet die Apothekerin und holt die gewünschten Artikel. Gibt es sonst noch etwas, das Sie brauchen? Gibt es sonst noch etwas, das Sie brauchen? Anna denkt kurz nach und sagt dann. Anna denkt kurz nach und sagt dann. Ja, bitte, ich brauche noch ein Thermometer, falls ich Fieber bekomme. Ja, bitte, ich brauche noch ein Thermometer, falls ich Fieber bekomme. Und etwas gegen Verstopfung, falls das passiert. Und etwas gegen Verstopfung, falls das passiert. Und was empfehlen Sie gegen Magensäure? Und was empfehlen Sie gegen Magensäure? Die Apothekerin gibt ihr das Thermometer und ein Abführmittel für den Fall von Verstopfung. Die Apothekerin gibt ihr das Thermometer und ein Abführmittel für den Fall von Verstopfung. Gegen Magensäure empfehle ich dieses Mittel. Gegen Magensäure empfehle ich dieses Mittel. Es wirkt schnell und beruhigt den Magen. Es wirkt schnell und beruhigt den Magen. Anna ist zufrieden, aber plötzlich erinnert sie sich an ihre Mutter. Anna ist zufrieden, aber plötzlich erinnert sie sich an ihre Mutter. Meine Mutter ist Diabetikerin. Meine Mutter ist Diabetikerin. Ich brauche auch Insulin für sie. Ich brauche auch Insulin für sie. Und vielleicht noch Monatsbinden und Tampons für mich. Und vielleicht noch Monatsbinden und Tampons für mich. Die Apothekerin reicht ihr das Insulin und zeigt ihr die Regale mit den Monatsbinden und Tampons. Die Apothekerin reicht ihr das Insulin und zeigt ihr die Regale mit den Monatsbinden und Tampons. Anna nimmt, was sie braucht und fragt dann. Anna nimmt, was sie braucht und fragt dann. Was mache ich, wenn ich Zahnschmerzen oder Durchfall bekomme? Haben Sie etwas dagegen? Was mache ich, wenn ich Zahnschmerzen oder Durchfall bekomme? Haben Sie etwas dagegen? Ja, sagt die Apothekerin. Hier ist ein Mittel gegen Zahnschmerzen und eines gegen Durchfall. Ja, sagt die Apothekerin. Hier ist ein Mittel gegen Zahnschmerzen und eines gegen Durchfall. Sie sollten auch darauf achten, genügend Flüssigkeit zu trinken, wenn Sie Durchfall haben. Sie sollten auch darauf achten, genügend Flüssigkeit zu trinken, wenn Sie Durchfall haben. Anna nickt und nimmt die Medikamente. Anna nickt und nimmt die Medikamente. Und was mache ich bei einer Grippe oder Sonnenbrand? Haben Sie auch etwas dagegen? Und was mache ich bei einer Grippe oder Sonnenbrand? Haben Sie auch etwas dagegen? Ja, gegen Grippe hilft dieser Sirup. Und bei Sonnenbrand sollten Sie diese Creme benutzen. Ja, gegen Grippe hilft dieser Sirup. Und bei Sonnenbrand sollten Sie diese Creme benutzen. Wenn Sie Krämpfe haben, hilft oft ein warmes Bad oder diese Tabletten. Wenn Sie Krämpfe haben, hilft oft ein warmes Bad oder diese Tabletten. Anna ist beeindruckt von der Vielfalt der Produkte und der Hilfe, die sie bekommt. Anna ist beeindruckt von der Vielfalt der Produkte
und der Hilfe, die sie bekommt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, ich werde bald wieder gesund. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, ich werde bald wieder gesund. Die Apothekerin lächelt und sagt: Gern geschehen, gute Besserung. Die Apothekerin lächelt und sagt: Gern geschehen, gute Besserung. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach vorbei. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach vorbei. Anna verlässt die Apotheke mit einer Tasche voller Medikamente und fühlt sich schon etwas besser. Anna verlässt die Apotheke mit einer Tasche voller Medikamente und fühlt sich schon etwas besser. Sie weiß, dass sie alles hat, was sie braucht, um schnell wieder gesund zu werden. Sie weiß, dass sie alles hat, was sie braucht, um schnell wieder gesund zu werden. Like, share, subscribe. Auf Wiedersehen.